Weihnachten. Bevor das Christkind kommt ins Haus, bringt oft der heilige Nikolaus den braven Kindern manches Gute, den Bösen aber eine Rute. Wie viele Tage sind es doch, bis zu dem heiligen Abend noch? An ihren Fingern zählen sie. Tagtäglich Oskar und Marie erwarten können es kaum die Kleinen, bis dass das Christkind wird erscheinen und lauschend an der Tür sie stehen, ob nichts zu hören und zu sehen. Bei Zeiten auch die Kinder denken, was sie zum Christ den Eltern schenken. Hans baut ein Krippchen sehr geschickt, in dessen Lieschen Strümpfe strickt. Beim Christkindelmarkt im Schnee und Wind hält Warenfall manch armes Kind. Drum, bist du reich, geh nicht vorbei und kaufe, was es immer sei. Nun kommt der Tannenbaum ins Haus, so freut uns kein Blumenstrauß, wie er, der uns mit Würzgenduft erfüllt im ganzen Haus die Luft. Und kommt heran die heilige Nacht. Welch heller Jubel, welche Pracht! Der Weihnachtsbaum im Lichterschein. Im Himmel kann's nicht schöner sein. In armer Stube manch Kindlein spricht: Kommt denn zu uns das Christkind nicht? Und schaut durchs Fenster, wie es schneit. Zu uns ist ihm der Weg zu weit. Doch horch, die Töne, nicht des Winds. Des reichen Nachbarn Kinder sind's. Sie bringen ein Bäumchen und was zum Essen. Das Christkind hat noch keinen vergessen.